Ich hatte euch wieder beim Fertigmachen dabei. Dieses Format mögt ihr ja echt gerne, also wird es auch wieder geben, natürlich. Ich würde sagen, nicht lange schnacken, wir legen los, einfach nach dem Intro. Ich mache mich heute mal wieder fertig mit euch und ja, legen wir los. Legen wir los. Ich will hier zu Anfang nochmal sagen, ich werde hier keine politischen Themen aufgreifen. Wenn ihr über solche Themen informiert werden möchtet, gibt es genug Anlaufstellen im Internet. Ich weiß zum Beispiel, die Caldent macht gerade auf Twitch regelmäßig Streams zum Thema Krieg. Der dunkle Parabelritter beispielsweise ist auch eine gute Anlaufstelle und ich möchte Ablenkung euch liefern, sofern mir das möglich ist. Es ist relativ schwierig, heutzutage Dinge anzugucken, die einen ablenken, finde ich auch. Also ich habe auch da meine Schwierigkeit, mich da ein bisschen zu drängen, jetzt mal die Nachrichten auszumachen, aber es ist halt echt auch wichtig. Ne? Also ständig mit Informationen bombardiert zu werden, ist halt einfach auch nicht geil, muss man an der Stelle sagen. So, fangen wir wieder an mit Foundation. Und das ist immer noch die. Das kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil ich habe hier schon was davon auf der Hand. Und die funktioniert für mich am allerbesten. Ich muss die gerade mal riechen. Die funktioniert für mich am allerbesten mit den Händen. Ich finde, sonst lässt die sich nicht so gut auftragen. Ich habe Sonnenschutz und Co. habe ich schon auf dem Gesicht. Jetzt brauche ich ein bisschen zu langsam. War ich ein bisschen zu langsam. Leider. So. Das geht einigermaßen so. Das zeige ich sie euch nochmal. Ich bin aber mit der nicht zufrieden. Absolut nicht. Also ganz dünne Sachen kriechen halt auch echt schnell weg. Ne? Geht zu einigermaßen. Dann machen wir noch Concealer. Machen wir Puder drauf machen. Vor allem dunkelt die nach, die oxidiert ganz komisch. So. Wunderbar. Und mein Concealer ist der da. Ist auch schon fast wieder leer. Aber ich denke, den werde ich mir nachholen. Muss ich allerdings bestellen. Denn ich habe in meinem DM kein Lavera mehr. Das ist schade. Das ist echt mega schade. Das mache ich mir gleich noch. Mein Primer, meine Lidschattenbasis drauf. Wunderbar. Okay.
So, und jetzt kommt Puder. Also den brauche ich auf jeden Fall gerade bei der Foundation. Die hält sonst gar nicht. Die hält sonst wirklich überhaupt nicht. Seit ich aus der Pause raus bin, habt ihr das Ding übrigens echt gerockt, muss ich sagen. Ne? Also ich habe mehr Aufrufe, ich habe ein bisschen meine Thumbnails, also meine Bilder von den Videos ein bisschen verändert. Und ihr mögt das ganz gerne. Das ist eine tolle Sache. Denkt bitte immer daran, bewertet die Videos, kommentiert die Videos. Denn das ist unwahrscheinlich wichtig für den Algorithmus. Ich mache es inzwischen sogar so, weil ich viele Sachen halt eben auch auf dem Fernseher angucke, dass da kommst du halt einfach nicht zu den Kommentaren, dass ich auf dem Computer das nochmal anspiele. Es ist halt wichtig, dass so ein Video komplett durchlaufen lässt einmal und das dann auf dem Computer nochmal anspiele. Und dann kommentiere, weil ich kann nur bewerten über den Fernseher. Also bewerten tue ich eigentlich generell Videos immer, immer, immer. Das ist einfach wichtig. Und da musste ich mich selber auch erziehen. Das habe ich in der Vergangenheit auch nicht immer gemacht. Aber es ist halt wirklich, das ist wichtig. Ne? Also nur der reine Klick. Ist nicht mehr so aussagekräftig wie jetzt beispielsweise dann halt auch die Interaktion, wie oft ein Video angeguckt wird, wie lang es durchgespielt wird und so weiter und so fort. Ich versuche den Fokus aber da echt nicht mehr drauf zu setzen, denn das macht dich einfach wahnsinnig. Ich muss es erwähnen, denn wenn ich es nicht mache, merkt man das direkt. Also ich mache auch nicht ohne Grund Pause. Ne? Also ich mache ja zweimal im Jahr Pause. Genau genommen sind diese Pausen nicht gut. Denn der Algorithmus mag das gar nicht. Überhaupt nicht. Und lustigerweise hier auf dem Kanal gar keine Probleme. So ein bisschen mehr Probleme habe ich auf meinem Zweitkanal. Na? Und es war aber Jahre zuvor war es auch schon schlimmer. Na, also da hast du das richtig gemerkt, dass du dann vom Algorithmus bestraft wurdest. Da hast du dann auch immer wieder Kommentare von Zuschauern bekommen, du bist ja schon wieder zurück, habe ich gar nicht mitgekriegt. Da ist halt Discord eine echt gute Sache, denn da werden die Sachen automatisch fast regelmäßig reingepostet, außer der Bot hat mal wieder Aussetzer, das kann halt auch passieren. Ich habe einen Bot, der mir die Videos automatisch reinsetzt. Und das sind zwei Räume auf Discord, die ich allein für mich verwende. Und der Rest ist eigentlich für euch. Natürlich entsprechend der Themen meiner Kanäle, das ist schon klar. Außer eine Sache, und das ist die Gaming-Sache. Ich spiele ja nicht. Das ist sowas, was ich gar nicht mache. Aber ich habe halt eben Zuschauer, die zocken und da war mir das einfach auch wichtig. Und falls du Bock hast, du findest meinen Discord-Server findest du unten in der Infobox. Da guckst du einfach mal rein. Also den muss ich jetzt auch mal austauschen hier. Das ist übrigens von Benecos so ein Quad. Ich
weiß nicht, ob ich wieder das Quad nehmen soll. Ich war mit dem eigentlich echt zufrieden. Also, das kann ich noch nicht so genau sagen. Irgendwas brennt hier. Das war nicht so gut. Irgendwas reagiert mit der Unterlage gerade. Na gut. Ich muss immer an meinen Sachen riechen. Das kann ich echt auch empfehlen. Wenn die anfangen komisch zu riechen, dann müssen die weg, dann müssen die gehen. Das ist ein uraltes Quad von Alverde. So. Ich bin halt übermäßig nur noch so matt geschminkt. Ich mag dieses Schimmernde gar nicht. Zumal man halt auch als ältere Person da auch so ein bisschen aufpassen muss. Weil so Schimmerlidschatten sich immer gerne in so Falten absetzen. Ich habe jetzt nicht so viele Fältchen um die Augen, aber schon auch. Weil entsprechend im Alter ist es halt auch einfach normal, ne? Braucht man einen weicheren Pinsel. Oh, ich bin heute so ruhig, ne? Ich stelle auch gerade fest, ich muss meinen Spiegel wieder putzen. So sieht es nämlich aus. Ich beneide diejenigen, es gibt ja viele, die so Videos machen, die halt so richtig reden können. Und ja, manchmal klappt das für mich auch, aber nicht immer. Nicht immer. Dann auch so Tage, wo ich multitaskingmäßig gar nicht in der Lage bin. Ich bin eh jemand, wenn ich Multitasking praktiziere, dann ist das ganz übel stellenweise. Dann kann es mir passieren, dass ich Sachen verlege. Also wenn ich so, wie sagt man, in einer Sache drin bin und übergreifend so eine andere Sache dann anfange, dann kann es sein, dass ich halt mega viel mehr mache. Sprich, Sachen verlege, Dinge nicht mache und so weiter. Also, ich bin wirklich multitaskingfähig, kann ich vergessen. Das kann ich vergessen bei mir. Kann man so machen, kurz. Das ist halt wirklich Standard. Also ich verwende kaum noch irgendwie bunte Lidschatten. Früher war ich ja voll so ein Fan von Blau und so. Das heute sehe, denke ich mir so, ich habe schon noch einiges an bunten und das verwende ich aber auch ganz, 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 ganz selten, weil ich mich so halt einfach mega, mega wohlfühle. Ich muss mir mal wieder einen Eyeliner besorgen. Überlegen, ob ich mir den von Laviera noch mal holen soll. Weil das ist halt einfach ein sehr allgegenwärtiges Ding. Mikroplastik. Ne? Also ich sag's ja immer wieder, du musst da so höllisch aufpassen. Ich glaube, diesen Dating Joe Black gibt's bei Catrice nicht mehr. Na? Ja, kann man machen. Wobei das immer spannender wird, mich zu schminken, denn meine Augen sind so schlecht geworden hier. Das ist brutal. Das ist richtig, richtig brutal.
glaube, die Zeit wird echt reif bald für Kontaktlinsen, aber ich bin so eine Mimi, was meine Augen betrifft. Da irgendwie reinlangen oder so. Nee. Okay, der ist mir jetzt nicht so gut gelungen. Der ist mir nicht so gut gelungen. Lass mal ein bisschen nacharbeiten. So. Ja, ich habe gerade gemerkt, ich habe vergessen, Blush herzuholen. Dann wird es heute kein Blush geben, aber es wird meinen Highlighter geben. Das ist auch wieder Lavera. Auch nochmal dran riechen, weil es ist ein Cremeprodukt und wenn die anfangen komisch zu riechen, schmeißt das Zeug weg. Ihr tut eurer Haut keinen Gefallen. Auf keinste Weise. Na, also es ist echt wichtig, dass ihr das tut. Dann, also ich merke das, wenn ich irgendwas Schlechtes erwische, meine Haut reagiert da mit Schuppung und so weiter. Wunderbar. Also ich verwende so feste Highlighter eigentlich in der Regel schon fast gar nicht mehr. Jetzt habe ich mir mal einen hergelegt. Einen uralten. So was. Aber es ist halt auch wichtig, da halt nicht mehr elendig viel zu kaufen, was man eh nicht braucht. Denn dieses Mika, was im Highlighter ist, das muss ja auch erstmal abgebaut werden. Der ist super alt. Den habe ich dann auch von einer Abonnentin bekommen, weil meiner kaputt gegangen ist aus irgendeinem Grund. Ich glaube, der ist mir auf den Boden gefallen oder so. Keine Ahnung mehr, was da genau war. So. Dann noch Mascara. Da brauche ich jetzt demnächst auch mal wieder eine neue, aber die ist halt auch nicht mega gut hier. Die tut ihren Job, ja. Aber sie ist halt echt erstens schon alt. Na, also Mascara ist bei mir das einzigste kosmetische Produkt, wo ich halt was mit einer neuen nicht so viel anfangen kann. Also sie muss schon so ein bisschen älter und klumpiger sein bei mir. Aber wenn sie dann zu alt wird, dann ist es dann meistens auch so ein bisschen gruselig. Ne? Also man muss auch bei solchen Sachen auch aufpassen. Die fand ich jetzt nicht so gut. Die hat nicht so einen guten Job gemacht. So, ich wäre fertig. Ich wäre heute fertig. Ich wäre heute fertig. Muss dringend mein Pony schneiden. Dringend, dringend, dringend. So, meine Lieben, ich melde mich wieder ab. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Ihr mögt ja das Format echt gerne. Wir sehen uns unten in den Kommentaren wieder. Also ich würde mich echt freuen, mich mit euch auch ein bisschen zu unterhalten. Ich sage danke fürs Einschalten und ich würde sagen, bis nächstes Mal. Tschüss!